Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Apfellike TV. In diesem Format schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen, behind the scenes von großen Technikunternehmen. Heute in der ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem jetzt wertvollsten Unternehmen der Welt, und zwar Google. Erst einmal ein paar Fakten zum Unternehmen Google. Google ist ein amerikanisches Unternehmen, das die Suchmaschine Google betreibt. Gegründet wurde das Unternehmen am 4. September 1998 von Larry Page und Sergey Brin. Das Unternehmen verfolgt nach eigenen Angaben das Bestreben, die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein zugänglich und nützlich zu machen. Seit Oktober 2015 gehört Google im Rahmen der Umstrukturierung zu Alphabet. Die Suchmaschine des Unternehmens hat einen weltweiten Anteil von etwa 73% aller Suchanfragen des Internets und ist somit Marktführer. Angesiedelt ist das Unternehmen weltweit. Der Hauptsitz allerdings befindet sich im kalifornischen Ort Mountain View. Doch wie ist es, für eines der bedeutendsten Internetunternehmen zu arbeiten? Weltweit besitzt Google 53.600 Mitarbeiter, die in verschiedenen Nationen für Google arbeiten. Was braucht es aber als erstes, um bei Google überhaupt arbeiten zu können, und worauf achtet der Personalchef? Google bekommt jährlich eine Vielzahl von Bewerbungen. Grund dafür ist unter anderem, dass es eines der wichtigsten Unternehmen der Tech-Branche ist und laut Fortune der beste Arbeitgeber der USA ist. Weiteren Reiz üben auch die stylischen Büros, beispielsweise in Berlin, Zürich oder Dublin, aus. Im Gespräch mit der New York Times hat Googles Personalchef Laszlo Bock klargemacht, worauf das Unternehmer seinen Angestellten achtet. Wichtig sind allerdings nicht nur die Noten, diese spielen eher eine untergeordnete Rolle. Der Konzern interessiert sich hingegen viel mehr für die Lernfähigkeit eines potenziellen Angestellten. Bock wünscht sich demnach Angestellte, die schnell neue Informationen aufnehmen und verarbeiten können. Ebenso sind Führungseigenschaften wichtig. Worauf Google am wenigsten achtet, ist erstaunlich. Denn auf die Expertise soll am wenigsten geachtet werden. Jetzt wissen wir, worauf Google bei seinem Angestellten Wert legt. Doch wie ist es dann bei Google zu arbeiten? Wie ist Google als Arbeitgeber? Laut einer aktuellen Studie liebt die Generation Y, also wir, Google. Für Stefan Larke, Deutschland-Geschäftsführer bei Universum, ist dies wenig überraschend. Google trifft den Nerv der Generation Y. Das funktioniert sicherlich mit lässigem Arbeitsumfeld um einen Spielplatz als Arbeitsplatz. Ein weiterer Grund, der Google für Noogles, wie die neuen Mitarbeiter intern genannt werden, sexy macht, ist die Selbstvermarktung des Konzerns. Build cool stuff, sell cool stuff, do cool stuff. Sei Teil einer wichtigen Rolle und präge die Zukunft, so könnte man es auch zusammenfassen. Außerdem bietet Google seinen Mitarbeitern alles, kümmert sich um sie fürsorglich. So wird alles geboten, von Massagen am Arbeitsplatz, eine 24-Stunden-Kantine, Krankenversicherung und so weiter. Google legt viel Wert auf den Wohlfühlfaktor. Das war der erste Teil des neuen Formats Behind the Scenes. Danke fürs Reinklicken. Hinter welchen Kulissen welcher Firma würdet ihr gerne als nächstes blicken? Schreibt es unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.